Ja, die Top 3 Themen Call Center World 2012 sind intelligenter Kundenservice. Das heißt, ein Kundenservice, der über alle Kanäle verfügbar ist und der dem Kunden dort zur Verfügung steht, wann und wo der Kunde ihn haben möchte. Der nächste Trend ist dann halt intelligentes Abwickeln dieses Services, das heißt Cloud Services. Das heißt, die Möglichkeit für die Kunden, diese komplexen Service-Landschaften, die dadurch entstehen, über einfache Software-Infrastrukturen benutzen zu können, also Cloud. Und dadurch kommt dann der dritte Trend, Software. Das heißt, man löst sich von hardware-basierten Lösungen. Hardware-Komponenten sind bei den Kunden nicht mehr gefragt, sondern man möchte gerne alles auf der Basis von Software haben, um intelligent die Kanäle verknüpfen zu können. Sprache ist nach wie vor dominant, aber die anderen Kanäle kommen hinzu. Und da sind natürlich reine softwarebasierte Lösungen gefragt, um die Arbeitslasten zwischen den verschiedenen Mitarbeitern über die Kanäle effektiv verteilen zu können. Das sind die drei Haupttrends der Contact Center World. Ja, für unsere Kunden war dieses Jahr das Thema Mitarbeiterkommunikation und das Einbinden von sozialen Medien in den Inhalten, die heute im Callcenter präsentiert werden, das wichtige Thema. Zum Zweiten das Thema Interaktivität, wo Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich selber über weitere Performancewerte und Informationen vom Unternehmen aus zu informieren. Und natürlich ganz spannend das Thema Mobility, wo heute Performancewerte auf Smartphones und auf gängige Tablets präsentiert werden, um einen Snapshot von Performancewerten überall zu bekommen, was im Unternehmen passiert. Ja, wir freuen uns natürlich wieder hier auf der Call Center World zu sein. Es ist wie immer beeindruckend und wir haben hier wie immer gesehen, dass das Thema Flexibilität groß geschrieben wird. Aber nicht nur im Sinne von flexibler Technologie, sondern auch von Investitionen, die getätigt werden. Heute wollen die Unternehmer und die Call Center Leiter flexibel sein mit ihren Investitionen und die Interessenten waren beeindruckt davon, dass sie bei uns die Wahlmöglichkeit haben, ob sie eine Vorortsinstallation haben oder in eine Cloud-Lösung investieren und somit monatlich eher kalkulierbare Kosten haben. Wir hier am Stand von Interactive Intelligence waren sehr beeindruckt, wie groß das Interesse mittlerweile ist an Cloud-Lösungen. Und wir hoffen natürlich, dass das Interesse weiter besteht und freuen uns auch im nächsten Jahr wieder auf die Call Center World. Meine Top-Themen auf der Call Center 2012 sind erstens das ganze Thema rund um Workforce Optimization. Sprich, man kann mit Sprachanalyse den ganzen Prozess, Workforce-Prozess in einem Callcenter automatisiert darstellen. Zweitens der ganze Einfluss neuer Medien, sprich Social Media, Social Networks wie Facebook. Und drittens auch der Wandel aus der herkömmlichen Telefonie hin immer mehr zu softwareorientierten Ansätzen, sprich Lösungen wie Microsoft Link, die immer mehr Einzug halten. Das sind die drei Top-Themen der diesjährigen Call Center World im Jahr 2012. Erstens, Multi-Channel-Management. Service auf allen Kanälen, auf einer kombinierten Plattform mit zentralen Wissenssystemen. Zweitens, die Renaissance der Verschriftung. Durch die mobilen Endgeräte der Einsatz der mobilen Endgeräte durch die Verbraucher führt zu einem enormen Anstieg der verschrifteten asynchronen Kanäle. Die Zukunft in den nächsten Jahren wird die Integration asynchroner Kontaktkanäle in die Serviceorganisation sein. Ganz wichtiger Punkt, der Trend geht weg vom Telefon. Er wird das Telefon nicht ersetzen, aber er geht weg vom Telefon. Und das dritte Thema, unsichtbare Servicekommunikation. Automatische Services im Web, automatische Services bei Anfragen, intelligente FAQs, App Economy, Vernetzung der Kunden, Bindung der Kunden und Verbraucher durch intelligente Apps, Services ins Netz bringen. Das wird in den nächsten Jahren in dieser Branche passieren.